Moin meine lieben Gaming-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen weiter mit Survival Z und ja, sind auf dem Weg jetzt zur Hütte. Und schauen mal, dass wir das hinkriegen und dann weiterkommen. Oha. Ja, auf geht's. Falls euch wundert, warum hier nicht Jun an unserer Seite steht, sondern hier so eine Bauarbeiterin. Ja, ich habe es verkackt gehabt. Ich musste nochmal von vorne anfangen und habe dann unterwegs eine neue Person gerettet. Jun haben wir natürlich behalten. Die ist in unseren Inventar gerutscht. Aber wir haben halt hier nochmal zusätzlich eine gerettet auf dem Weg zur Hütte. Und ja, deswegen haben wir jetzt hier die Bauarbeiterin an unserer Seite. Und ich hoffe mal, dass wir das jetzt hier auch schaffen. Also ich habe gute Gesundheit. Ich habe gute Fähigkeiten bekommen. Und mal gucken, ob das ausreicht, jetzt hier die Zombies platt zu machen damit. Kommt gleich wieder der Große. Glaube ich. Zweite Welle. Wir haben jetzt auch wieder so den seitlichen Schuss. Da oben ist der Große. Der schießt richtig doof, finde ich. Also der macht nochmal, wenn der stirbt, macht er nochmal so eine Flecken da auf dem Boden. So, wir müssen die Bauarbeiterin helfen. Ach, sie ist wieder da. Okay, so. Jetzt haben wir ein paar Sprengladungen. Die platzieren wir einmal hier oben. Eine. Auch hier ein bisschen Marmelade hin. Verteilen die einfach mal hier so ein bisschen. So. Dann haben wir hier auch nochmal eine Bombe hin. Von hier rechts kommen sie. Da klatschen wir auch nochmal Marmelade hin. Und hier auch nochmal. So, auf geht's. Welle 3. Ja, genau. Ihr seht ja den Helm da oben, den Football-Helm. Das ist ein Ablenkungsmanöver. Wenn wir das jetzt einsammeln, können wir das gleich nutzen. Das zeige ich euch gleich. Und zwar können wir damit die Zombies auf diese Attrappe lenken und ja, sind dann erstmal von uns abgelenkt. Von uns ab. Oh, wir haben ihn gekillt. Sehr gut. Wir haben den Beutezombie gekillt. Also ist quasi wie so ein Köder, ne? Für die Zombies. Hält leider nicht lange. Den können wir wahrscheinlich noch ein bisschen aufleveln. So, hier ist der Köder. Wenn wir den jetzt hier platzieren, dann gehen die erstmal alle auf den drauf. Bevor sie zu uns kommen. Guck, seht ihr das? Genau, den machen sie aber ja, schnell kaputt. Der bleibt nicht lange stehen. Aber wenn man den so levelt und der gute Gesundheit nachher hat, ist das, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Wenn man den hat. Oh, der ist aber schnell down. Krass. Oh, und überall hier seine Schmiere. So, letzte Welle. Die starten wir mal gleich. Ich habe auch noch volle Lebensenergie. Das ist sehr gut. Ja, ich wollte euch nicht nochmal mitnehmen von Anfang an. Deswegen habe ich das ein bisschen geskippt. Hab erst quasi wieder aufgenommen, wo ich kurz vor der Hütte war. Um da nicht nochmal durchzulaufen. Oh, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Shelly ist am Boden. So, die laufen mir natürlich jetzt hier hinterher. Die kleinen fiesen Zombie-Würmer hier. Schnecken. Oh! So, den müssen wir aber hier schnell. Komm, platt machen. Jawoll, wir haben es geschafft. Sehr gut. Im Nachttisch war ein Umschlag versteckt. Er muss etwas mit der Notiz im Diner zu tun haben. Hier draußen ist es ruhig und gemütlich, fast wie früher. Man könnte glatt vergessen, dass die Welt um uns herum zusammenbrach. Die Probe ist noch intakt. Mir ging die Nahrung aus, nachdem wir den Vorort verließen. Aber ich sah ein Schild für einen Diner in die Straße runter. Die Straße runter. Probe? Tja, das ist interessant. Da in der Vorstadt mehr Menschen leben, wird es dort auch gefährlicher sein. Ich muss mich auf das Schlimmste vorbereiten, bevor ich weiterziehe. Ja, Markus. Ja, gut gemacht. Wir sind der Rettung dieser Stadt einen Schritt näher gekommen. Shelly, ja.
Solange sie ihren zuverlässigen Werkzeuggürtel umhat, fühlt sie sich unbesiegbar. Rette noch mehr Überlebende auf der Karte. Jetzt haben wir ein Standard-Armbrustvisier bekommen. Erhöht deine Zielsicherheit und Reichweite, um den Untoten mehr Schaden zuzufügen. Das ist auch gut. Steve baut oder findet immer tolle Ausrüstung. Halte auf der Karte nach seinem Truck Ausschau. Ja, das machen wir. Genau, den Zombie-Köter habe ich ja schon erwähnt. Den haben wir jetzt dazu bekommen. Gar nicht so verkehrt, finde ich. Steve baut immer findet, ja. Überprüfe deine Ausrüstung auf Upgrades. So, Upgrades, genau. Wir können das, genau, wir haben ja ein besseres Visier. Das rüsten wir gleich mal aus. Wechsel. So, und upgraden das mal gleich. Und erhöhen unseren Angriff. So. Das reicht erstmal. Ich würde sagen, wir leveln auch mal unsere Verteidigung hier ein bisschen. Oh, das kostet schon 70. Jetzt nehmen wir unsere Sprengladung. Die leveln wir auch noch einmal. So, das nächste Upgrade wäre dann auch wieder 70. Und unsere Hose leveln wir nochmal. So, noch einmal. Können wir unsere Pfeile nochmal, unsere Bolzen nochmal leveln? Ich glaube nicht. Nee, 70. Na, was kann man denn noch leveln? Vielleicht das nochmal? Nee, das kostet 50. Okay, dann lassen wir das erstmal so. Ja. Oder wir leveln noch hier unsere Marmeladen. Dings hat mehr Reichweite. Ja, das machen wir. Wir leveln hier unsere Marmeladenbombe nochmal. Okay. Gut. Dann sind wir ja soweit fertig. Dann kann es weitergehen. Neuer Bereich. Die Vorstadt. Eine umzäunte Wohnanlage, die sich scheinbar besser geschlagen hat als der Rest dieser Vorstadt. Seltsam, dass der Bauernmarkt völlig intakt zu sein scheint. So, ich guck mal eben. Hier haben wir zwei Überlebende gerettet. Genau, einer fehlt noch. Das machen wir aber nicht. Wir ziehen einfach weiter, würde ich meinen. Hier haben wir noch ein Ausrüstungsteil nicht geholt. Hier fehlt uns noch eins. Und ja, Fallen, genau, haben wir eine von zwei. Ja gut, immerhin. Wir machen aber weiter und ziehen in die Vorstadt. Oh, was gibt er uns? Ah, Adlerauge. Jeder 10. Schuss ist garantiert ein kritischer Treffer. Stellt nach jedem Level etwas Gesundheit wieder her. Nee, wir nehmen hier, jeder 10. Schuss ist garantiert ein kritischer Treffer. Hört sich gut an. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir die Fähigkeiten von davor behalten haben. Da bin ich ja mal gespannt. Das werden wir ja gleich sehen. Ob wir unseren Streuschuss hier haben. Nee, also wir fangen von vorne wieder an. Okay. Gut. Schade eigentlich. Cooler wäre natürlich gewesen, wenn man... muss ich aufpassen. Cooler wäre natürlich gewesen, wenn wir die krassen Fähigkeiten, so Seitschuss und so, behalten hätten. Aber gut, das wäre dann wahrscheinlich zu OP gewesen, weil wir ja auch unser Schaden und so leveln. Und das bleibt ja. Und Geschütz haben wir? Das stellen wir direkt auf die Brücke hier. So, weiter geht's. Ja, die sehen ja ulkig aus hier, die Zombies. Die haben ja nochmal so eine Pika oben drauf, auf dem Kopf. Nochmal so ein paar Stacheln. Oh, da ist wieder so ein Beute. Beute-Zombie? Ja, wir brauchen eine Fähigkeit, eine bessere. Das Einzelschuss-Ding hier ist all. Das ist nicht gut. Hinter uns kommen die Hunde. Who likes the dogs out? So. Okay, geschafft. Ein bisschen Marmelade. Packen wir mal hier so hin. Jetzt kommen sie von links oben. Ah, da sind sie reingelaufen. Perfekt. Schnell angreifen. Die schießen anscheinend nicht. Die machen nur Nahkampf. Genauso wie die Hunde. Das ist gut. Dann brauchen wir nicht so hin und her springen. Können wir gezielt ertreffen.
einer noch? Da kommen noch mehr. Aber der schießt mit so einem, so einer grünen Kugel da einer da. Muss uns ein bisschen vorsehen. So. Geschafft. So, was nehmen wir denn? Durchdringender Schuss? Ne, wir nehmen wieder den Seitenschuss. Der war ganz cool. Welchen Weg gehen wir denn? So, schauen wir mal. Wo ist denn hier jemand zum Retten da? Oh, er ist sehr gefährlich. Aus in der Mitte. Man muss, also man muss die Mission, nenne ich die Mission, ja, die muss man mehrmals machen, damit man auch alle Charaktere freischaltet. Also man könnte rein theoretisch, wenn man den hier geholt hat, den einen hier, könnte man, ja, sterben. Dann fängt man wieder von unten an und hat den nächsten Charakter auf der Karte. Also drei gibt es ja eigentlich immer. Könnte man, wenn man das, wenn man es möchte. Also wir holen den auf jeden Fall und gehen. Gehen diesen Weg. So. Jetzt haben wir ein paar Sprengfässer, die haben wir ja auch aufgewertet. Bin ich mal gespannt, was die so an Schaden machen. Aber erstmal kommen sie von hier unten. Oha, eine ist schon detoniert. Oh, und ich bin gleich tot. Das war keine gute Idee. Ich habe nur noch ganz wenig Leben. Verdammt. Das wird nichts. Das schaffe ich nicht. Ja. Das war vorauszusehen. Aber wir sind da noch nicht weit gekommen. So, die anderen Charaktere, haben die eigentlich mehr? Können die eigentlich mehr als wir? Sieht man nicht, ne? Ne, die haben alles gleich, oder? Ne, jetzt haben wir Megan ja wieder. Ne, ich wollte die mal anwählen hier. Ne? June. Ja, ist alles gleich. Also Rüstung, Schaden und so, der ist gleich. Wir nehmen mal sie hier. Sarah, ja, ist auch gleich. Angriff 17, Rüstung 18. Von ihr hier? Nee. Vergessen auszuwählen. Ja, ist alles gleich. Also ist nur halt das Äußerliche, was denn anders ist. Okay. Wir nehmen aber... Ja, wir machen mit Megan weiter. Okay. Können wir das leveln? Ach nee, ja, den alten Bolzen können wir leveln. Wollen wir nicht leveln. Und die Barriere leveln wir immer. Genau. So, jetzt aber weiter. Ja, die haben mich auf dem falschen Fuß erwischt. Start der Gesundheit, zweiter Atem. Erhöht die maximale Gesundheit um 25%. Ja, das nehmen wir mit. Verdammt! Nein! Boah, Kreuzfeuer! Hier das Fass? Und hier unten? Oh, wir haben schon über die Hälfte der Gesundheit weg.
Das war knapp wieder. Da kommen immer zwei gleichzeitig raus. Das ist gemein. So wie hier. Sie wird einen Bolzenschuss gewählt? Wo sind die? Ja, hier hinter. Hinter dem LKW. Erwischt. Weil ich zu der Fassbombe rennen wollte. Aber wir haben ein Geschütz, das ist gut. Platzieren wir hier. Und hier die Bombe. Du musst echt aufpassen, wo die rauskommen, ja, die Dinger. Und dann gucken, in welche Richtung die schießen. Da kommen sie nämlich wieder. Oh, knapp. Das war knapp. Ja. Level abgeschlossen. Fähigkeit wählen. Erhöht die maximale Gesundheit. Ja, das muss auch wählen. Erhöht die maximale Gesundheit deutlich. Ja, wir brauchen ein bisschen Gesundheit. So. Wo ist die Person? Rechte Seite wieder. Ist wieder derselbe. Okay. Ja, klar. Erst wenn wir den geholt haben, kommt ein anderer. Ja, dann gehen wir hier. Machen wir die Zombie-Horde. Okay, einmal von links und einmal von rechts. Ah, doof platziert. Und hier einmal hin. So. Ah, der lässt nochmal fallen. Oh. Oh, er ist neu, der Zombie hier. So, Spielplatz. Die Welt ist auch neu. Ah, erwischt. Der wirft so eine Schleimflecken. Oh, die Hunde wieder. Ah. Und die haben eine Attrappe fallen lassen. Ich versuche die mal einzusammeln. Aber nicht so. Ja, waghalsig hier wieder von mir. Extrem waghalsig. So, zwei Attrappen haben wir. Stellen wir eine mal hier so hin. Und hier vorne. So. Marmelade. Machen wir hier. Und hier hin. Letzte Welle. Nein. Oh, jetzt sind wir gefangen. Ja, ich kam nicht weg. Ah, Mann. Wieder von vorne. Na hey, wir brauchen Gesundheit. Mit was anderem brauchen wir hier gar nicht starten. Ein Geschütz haben wir. Den stellen wir hier auf. So. Langsam, was jetzt haben die auch Piker oder was? Oben auf dem Kopf. Oder hatten die das vorher auch schon nicht gehört? Wo kommen die denn jetzt her? Ah. Nochmal ein Geschütz. Das platzieren wir wieder hier. Weiter geht's.
kommt hier oben her. Oh, der ist auch neu da. Der die gelben Kugeln schießt. Der schießt sie in drei Richtungen. Ah, da hat er mich getroffen. Okay. Letzte Welle. Oh, Tor? Oder was war das eben? Tor! Wir können Tor schießen damit. Wenn wir den Ball anschießen, das ist ja witzig. Kommt her hier. Ja, genau. Geschafft. Wieder Tor. Du erhöht die Feuergeschwindigkeit. Das ist gut. Jetzt gucken wir wieder, wo die Person ist. Hier links, linke Seite. Also müssen wir ganz links lang gehen. Ja, das geht aber. Keine epische Horde dabei gewesen. Das ist ganz gut. Hier. Und hier. Oh, der hat gesessen. Der hat ein paar Zombies mitgenommen. Ah, oh, ist wieder der mit drei Dingen hier schießt. Also der ist auch echt krass. Geschützt, sehr gut. Nächste Welle. Da ist Beute, Zombie, aber den lassen wir erstmal passieren. Ich will hier nicht noch mehr Schaden kriegen. Da sind wir noch einer von denen. So, weg. Weg mit dir. Ah, zwei Fässer. Sehr gut. Einmal hier eins. Und hier. Und gute Nacht. Oh nein, unser Geschütz ist weg. Das war auch echt eng eben. Kommt her hier. Kommt her. Kommt her. Ihr verrückten, stacheligen Zombies. Ah, sehr gut. Können wir uns eine Fähigkeit wählen? Armbrustbolzen erhöht die Chance von Gold. Nee, erhöht die Feuergeschwindigkeit. Ja, das nehmen wir. Das ist gut. In Kombination dann mit Zweifachschuss und Seitlichschuss ist das auf jeden Fall nice. So, nächste Horde. Was haben wir zur Auswahl? Ach, zweimal Marmelade. Nee, komm. Machen wir ohne. Oh, die Runde kommt. Also die Fähigkeiten sind schon echt hilfreich. So wie schneller schießen und so, das ist schon echt gut.
platzieren wir oben noch einen. So, let's go. Ja, kommt her, kommt her, kommt her. Ach, die explodieren, die Hunde, wenn die an einem dran sind. Boah, das ist ja fies. Yes, geschafft. Ist nochmal Marmelade, die verstreuen wir mal hier so ein bisschen. Ja, haben wir 4 Stück. So, und einmal so ein Fass, das haben wir. Das haben wir hier hin. Letzte Welle. Oh, das haben wir gut platziert. Aber er könnte ruhig noch mehr Schaden machen. Also die gehen immer noch, wenn die jetzt so nicht schießen, ne? Da sind die anderen echt schlimmer, die schießen. Also die kann man noch gut in Schach halten. Nur halt gegenrennen darf man da nicht. Dann zieht die einen auch Leben ab. Oh, so wie jetzt. Können die so schnell sprinten, die Schnecken. Level abgeschlossen. Oh, was ist das für eine Fähigkeit? Feuerexplosion. Wenn ein Zombie stirbt, verbrennt eine Flammexplosion Zombies in der Nähe. Ja, das nehmen wir mal. Hört sich gut an, hat man auch noch nicht. So, wir machen aber erstmal Schluss an dieser Stelle. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen gerne Daumen nach oben da. Und wenn ihr keines meiner Videos mehr verpassen wollt, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, würde mich sehr, sehr freuen. Wir hören uns im nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.